Also, herzlich willkommen zu Cyberpunk. Es gibt kein Zurück mehr, wenn wir hier reingehen, glaube ich. Also ich weiß ja gar nicht, ich habe jetzt ja noch nicht gesehen, was genau passiert, wenn wir da reingehen. Also, nochmal. Wir haben alles gemacht. Nichts übrig, außer das hier. Sprich mit Brandon, aber das ist leider verbuggt. Aber der wird sowieso jetzt weg sein. Jetzt habe ich auch nicht mehr gefunden, Spray and Paint. Wir können auch alle Fahrzeuge kaufen, kriegen wir auch noch eine Errungenschaft, aber Spray and Paint, die meine, die habe ich schon gemacht. Außerdem mit Brandon ist ja vorbei, das ist ja nichts. Spray and Paint müsste eigentlich, ja. Ich habe sie nicht gefunden hier drin, aber die habe ich gemacht, das weiß ich. Sonst wäre die Endtussi nicht gekommen. Und der Brandon nachher in diesem Lager. Und ja. Brain Payne, der ist ja dazwischen gewesen. Keine Ahnung, warum der da jetzt hängt. Das ist leider ein Problem. Aber egal. Wie gesagt, ich habe mich aufgemotzt, soweit wie es geht. Jetzt gehen wir rein. Komm, wir gehen rein. Okay, es gibt kein Zurück, oder? Es gibt kein Zurück mehr. Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Hanako-sama ga omachi da. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ja, die Hanako ist ja die von Arasaka, ne? Die Hanako-san heißt sie ja. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Danke fürs Treffen. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du bist nicht besser als dein Bruder. Reden wir übers Geschäftliche? Nein. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht, Familie, den Konzern, keine Ahnung. Reden wir über das Geschäftliche. Familie. Familie. Die Familie. Alles in Ordnung. So ist es. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht, stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Warum? Sinnes von. Er ist ein Bruder.
Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Wow. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Du scheinst mir nervös. Ist irgendwas? Ich weiß nicht. Dieser AV ist schon dreimal vorbeigeflogen. Glaubst du, jemand verfolgt dich? Keine Zeit für Ablenkungen. Hast du Soulkiller dabei? Nein, ich habe keinen Soulkiller. Hältst du mich für dumm? Und? Ich verrate ihr. Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Speichert Wir hat sind er, ne? hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City. Unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Ich höre. Und du hilfst mir... Setz dich. Austausch. Wir haben keine Zeit. Du hilfst mir im Austausch wogegen? Setz mal Aufmerksamkeit, ich höre. Glaub mal so. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Weißt du das auch? Stickt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Mach mal einen Trink. Du willst deinen Vater rechtlich verantworten und du willst deinen kleinen Bruder umbringen, die Sache nicht mehr. Verantworten ist doch dumm. Alles in Ordnung? Du willst deinen Vater rechtlich? Ja. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soろそろ ご自宅 ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Nehmen wir an, es klappt. Was dann? Du übernimmst den Arasaka-Thron? Wie kommst du denn darauf? Ich ging davon aus. Außerdem hat Takemura gesagt, es war ohnehin geplant, dass du Yorinobu in Night City vertrittst. Jeder sollte wissen, wo er hingehört. Wie? Das hat mein Bruder nie verstanden. Ich weiß es. Und will daran auch nichts ändern. Hilf nicht oder darf nicht.
willst nicht oder darfst nicht. Immerhin bist du eine Frau. Ich entscheide über mein Schicksal. Das solltest du auch. Also? Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Führungsspitze schlecht mache? Nenn mich verrückt, aber das klingt nach Selbstmord. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Boah, das gefällt mir nicht, gar nicht. Ich muss darüber nachdenken. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Hört sich ganz danach an, als willst du mich nur benutzen. Nein. Ich biete dir nur eine Lösung an. Da bist du nicht die Erste. Aber was, wenn ich die Letzte bin? Das kannst du nicht riskieren. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Du blutest. Fuck! Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Wir werden sehen. Werde ich nicht. Ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Du willst das Steuer übernehmen. Wenn, dann mach mal's richtig. Klar, versteh's. Ich dich ans Steuer lasse. Ich will dir das Leben retten. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bringe uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann Rush auch selber fragen. Anakos Angebot ist doch immer noch auf dem Tisch. Was ist mit Panem, genau? Was ist mit Panem? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß. Du und Panem, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Ja, mit einem One-Way-Ticket in die Leichenhalle. Das stimmt. Diese Saka-Fotze hat deine Schaltkreise frittiert. Rogue und ich ziehen das durch. Genau wie früher. Steh auf, du meinst wirklich, Rogue, ich würde das machen. Ich entscheide, dass du nicht. Das mit Pen wollte. Die wollte auch helfen. Ich entscheide das nicht du. Ich will nicht. Ich muss darüber nachdenken.
Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Das haben wir schon gehabt. Ich weiß. Aber genau das... Den fehlt sie und ihre... Unsere Einzel... Glaubst du überhaupt, dass das klappt? Ich entscheide das so nicht. Ich brauche Bedenkzeit. Komm, mach mal... Ja, gucken wir einfach mal. Komm. Brooke, ich weiß nicht. Meinst du echt, das könnte klappen? Mit ihrer Erfahrung, ihren Ressourcen und Beziehungen... Du wirst niemanden Besseren finden in NC. Es muss Johnny. Klappen. Wir brechen in den Tower ein, halt knapp Mikoshi und ich zerrück den... Na toll, du machst schon wieder einen Abgang? Boah, ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache, ja? Seid mir nicht böse, wenn ich falsch liege, okay? Also ich muss mir böse sein dann. No. Bin ich? Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Ah, Victor. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ach. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt. Mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und wow. Verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Also wie schlimm ist das? Die laute Diagnose, Vic, und nichts beschönigen. Mal nächstes Mal bestelle ich was Leichteres. Soll ich den ganzen Tag warten? Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich glaube, ich fühle... Ich versuch's. Ich glaube, ich spüre wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Und? Ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Also hilf nur, Johnny. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich versuche es. Welche Möglichkeit habe ich noch? Was glaubst du, habe ich die ganze Zeit getan? Wie? Welche Möglichkeit habe ich noch? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll. Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Siehst du das Zeug da drüben? Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt, still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende.
Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrezin, Rogue, Sarka Tower. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Sag mal, wer hat gewonnen? Oh, du hast es gehört. Ist er wieder aufgestanden, dieser Walsh? Nein, tut er nie. Was meinst du? Ist eine Wiederholung. Gucke ich immer mal an. Warum hast du dich dann so aufgeregt, wenn du wusstest, wer gewinnt? Keine Ahnung. Vielleicht denke ich einfach nur gern darüber nach, was Walsh falsch gemacht hat. Und das wäre? Gegen einen Stärkeren in den Ring zu steigen. Aber das als Fehler zu bezeichnen, wäre komisch. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleiner. Oder welche? Pistole und Pillen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber wir machen das einfach so. Wir machen das so und fertig, genau. Wir gehen, verlassen jetzt mal diesen Laden. Hey, wie, ich habe deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht böse. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Und lass mich raten. Meine Aura stört. Fürchte, ja. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Was denn? Na komm. Wie man macht. Macht mit eh falsch. Meistens ist die erste Entscheidung immer die richtige. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Moment mal, weißt du, was hier stört? Was ist denn der Scheiß hier?
nicht mehr folgen. So. Weiter geht's. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Irgendwann werde ich dir... Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Ja, richtig. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ich rufe Panam an. Panam. Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Dauert nicht lange. Ich wollte nur deine Stimme hören. Hast dir eine gute Uhrzeit dafür ausgesucht. Wie? Okay, was ist los? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Was? Weißt du, meinetwegen. Geh doch. Nein, 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 so meine ich das nicht. Entscheide dich mal. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Nee. Vertrauen ist riskant, aber lohnt sich. Ich bin Panam um Hilfe. Die Roach. Und er? Nee, wenn spiele ich mich selber. Ich werde Panam um Hilfe bitten. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück.
Ich könnte einfach jetzt Schluss machen. Ja, ich versuch's mit dem Nomaden. Da jetzt geht's kein Zurück mehr, oder was? Kann man jetzt hier speichern, oder geht das nicht? Nein. Na gut, komm. Ich versuch's mit dem Nomaden. Nee, ich mach nichts mit über John, ich mach den Nomaden. Ich versuch's mit Panam. Wir sind uns ähnlich. Ich traue ihr mehr als all deinen Söldner, Chumbas. Wie du willst. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Ja. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny? Okay. Nur ich. Bereit zum Reden? Ja. Freut mich zu hören. Also, schieß los. Ich muss in den Arasaka Tower. Jetzt. Du musst was? Ich mein's ernst. Die ganze Johnny-Sache. Wenn ich nichts unternehme, bin ich erledigt. Tot. Warte mal. Erstens, warum der Arasaka Tower? Die Tech. Unter dem Turm ist ein Zugangspunkt zu... So komisch das klingt. Einem Seelenknast. Einem Seelenknast? Ich wusste, das ist nichts fürs Holo. Mikoshi, so heißt er. Nur dort können Johnny und ich getrennt werden. Ist meine letzte Chance. Nochmal zum Mitschreiben. Du bittest mich, mitten in der Nacht mit dir in den Arasaka Tower einzubrechen, weil du sonst stirbst? Ja. So in etwa. Ja. Oh, oh. Okay. Okay. Wo bist du? Vicks Klinik. Der Ripper Doc? Okay, ich weiß, wo das ist. Kannst du mit dem Sterben noch kurz warten? Ich werd's versuchen, ja. Gut. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. Begib dich zu Mistis Escetarium. Der soll doch da bleiben. Ich soll doch hier bleiben. Wo soll ich denn jetzt zu Misty? Naja, gut. Aber hier haben, das haben wir mal scannt, weißt du? Ja. Wie gesagt, ich wollte... Ja, mit Johnny. Ja, gut. Aber das können wir vielleicht eine Folge mal machen. Kann ich jetzt speichern? Weil... Ich guck mal gerade. Hier stehe ich vor dem Teil, ne? Ja. Dann speichere ich gerade mal hier ab. Weil hier könnten wir da. Können wir mal gucken. Vielleicht machen wir eine Sonderfolge und machen das dann mit unserem anderen. Genau. Könnten wir auch machen. Genau. Gehen wir mal runter. Sonst, wir können ja mal einmal mit Johnny das machen. Mal gucken, ob das auch klappt. Aber die Folge hier ist so das, was ich im Prinzip ins Ende schreibe. Ich habe das entschieden, also bleibt das auch dann so. Genau. Was mit Johnny machen wir nur einfach extra, um zu gucken, was damit ist, wie das auch ablaufen könnte. Ich meine, es gibt ja sowieso noch. Gibt sowieso noch Let's Player, die das auch schon ein paar Mal gemacht haben oder so, aber ist ja egal. Nein. Bist du das wie? Oder. Wie Vic meinte, ich nehme die Dinge in die eigene Hand. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Es darf nur nicht Pennen passieren, ne? Das ist wichtig. Da du ohnehin warten musst... Soll ich für dich legen? Nur wenn du willst. Klar, gerne.
Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, Vee. Aber der Name. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Na symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Aha. Klingt nach dem Vee, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Oh nein. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Die Liebenden. Ha, endlich was, das mir keinen Schauer über den Rücken jagt. Naja. Gleichgewicht, Freundschaft, Liebe. Aha. Wie? Hast du mir etwas verheimlicht? Penne. Oh, was? Wieso? Du machst ein komisches Gesicht. Ich, nein. Alles okay. Den Penne. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Der Mond steht für Rätsel. Komm, Auto. Ich glaube, das ist für dich. Ja, das Geräusch ist unverwechselbar. Du hast mir echt Angst gemacht. Und ich dachte, dir macht gar nichts Angst. Hey, wir sind hier, um zu helfen, okay? Komm, im Lager warten schon alle. Pass auf dich auf, Vee. Ach, du auch wollt's grad machen, Mensch. Mann, war zu knapp. I'm not stupid, it's just a bruise. I promise I won't stop until I'm black and blue. Hey, willkommen zurück unter den Lebenden. Geht's? Was ist passiert? Du bist unterwegs ohnmächtig geworden. Wir haben versucht, dich aufzuwecken. Ohne Erfolg. Dein Zustand scheint sich zu verschlimmern, Vee. Panam hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Wo ist sie? Wesensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Also überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihm. Hey, Vee. Hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Mir bleibt leider keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht, wie es scheint. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Wissen Sie auch, warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, Vee. Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Deshalb wissen sie erstmal nur das Nötigste. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Der Plan ist sicher, Saul. Wirbel nicht unnötig Staub auf. Nicht jetzt. Schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau... Wie? Endlich. Wie geht's dir? Also, okay, geht mir in den Plan durch. Ging schon besser. Was habt ihr für mich? Also, okay. Brauchte nur etwas Schlaf. Hab gehört, ihr habt schon einen Plan?
Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Geil. Sind diese Pläne auch wirklich aktuell? Absolut verlässlich? Garantiert. Die sind von unseren Snake Nation Verbindungen. Die sind zurzeit in dem Gebiet aktiv. Machen wir uns nichts vor. Der Tunnel ist riskant. Aber wenn's klappt, ist das unser Weg nach Mikoshi. Ihr wollt einen Tunnel in den Saka Tower graben? Wie geil ist das denn? Das klingt aber. Diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Night Corp baut da gerade eine neue Maglev-Linie. Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Sie benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Nicht schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Was hältst du davon, Wie? Wie wollt ihr mit denen in der Baustelle fertig werden? Was erwartet uns an der Baustelle? Wird der ganze Ort bewacht? Volles Militärkommando? Ist eine ganz normale Baustelle. Nichts Krasses. Aber wir müssen trotzdem an ihn vorbei. Wir erwarten das Übliche. Drohnenpatrouillen, Arbeiter vor Ort, gesperrter Zutritt. Mhm. SEK. Was ist das? SEK. SEK, ne? Aber das R, das fehlt nur. Was ist das? SEK. Was ist ein Zerg? Ein subterranes Extraktions- und Räumungskombinat. Ein automatischer Tunnelbohrer. Wenn wir an einen rankommen, graben wir uns in den Arasaka Tower und dann geht's weiter nach Mikoshi. Geil. Ihr könnt eure Meinung noch ändern. Muss reichen. Einen besseren Plan haben wir nicht. Ihr könnt eure Meinung noch ändern. Ja, warum klingt theoretisch machbar. Andere Ideen haben wir nicht. Also, ran an die Arbeit. Wir brauchen noch eine Menge Informationen. Nur so wissen wir, ob der Plan wirklich wasserdicht ist. Er wird Hütten haben, egal wie lange wir diskutieren. Das kann ich dir versichern. Aber was ist die Alternative? Den Angriff abblasen? Ihn sterben lassen? Panam hat recht. Wir müssen diese Risiken in Kauf nehmen. Da sind wir dir schuldig. Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Stoß später zu uns. Ich lass dich erstmal in Zolls Obhut. Trefft nur keine Entscheidungen ohne mich. Brauchst du sonst noch irgendwas? Ich muss Alt-Verbindung aufnehmen. Ich muss mit Alt-Verbindung aufnehmen. Hey, du und Panam. Gibt's da was, das ich wissen muss? Witzig, dass du das fragst. Ich dachte nämlich, zwischen uns wäre wieder alles in Ordnung. Und dann bist du aufgetaucht. Klingt eher unwahrscheinlich für mich. Denkt Panam das auch? Denkt Panam das auch? Na, das musst du sie schon selbst fragen. Weißt du wie? Du bist wie ein Zuschauer, der eine Familie beobachtet und nur unendliche Streitereien mitbekommt. Dann bemerkt die Familie auf einmal, dass da noch jemand ist. Und alle schütteln sich die Hände. Ziehen an einem Strang und werden stärker denn je. Verstehst du? Ja, ich glaub schon. Gut, dann sag mir jetzt, was du sonst noch brauchst. Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Wer mag das sein? Alt, eine KI, die in lange Geschichte anklingt, braucht ihre Hilfe. Eine KI, ich brauche ihre Hilfe. Lange Geschichte. Ja, was nun? Alt. Sie. Es. Ist eine KI. Hinter der Black Wall. Bist du noch ganz dicht in der Birne? Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nett drum bitten werde. Oh. Scheiße, wie. Aber was soll's? Ich meine. Wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Richtig. Das macht es auch nicht schlimmer. Such der Kurta. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Lebend raus. Sprich mit der Kurta. Sprich mit Mitch. Sprich mit der Kurta.
Warte. Momentchen, ich sprich mit Dakota. Erstmal Dakota. Dakota. Saul schickt mich. Hey, Saul schickt mich. Tamai, Bruder von den Beckers. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche starke Tech für eine Spritztour im Net. Dann steig rein. Ich greife auf ein verschüttetes Bibi, sie macht das nicht mehr mit. Ich will nicht wissen, was ich vor. Ich will nicht wissen, was ich vorhabe. Wie? Ich will in ein verschlüsseltes BBS. Niemand soll wissen, dass ich dort war. Macht deine Tag das mit? Der stellt Fragen. Ich gehe ins wilde Grenzland, Dakota. Du hast alles, um auf die andere Seite vorzustoßen. Fürchte keine neugierigen Augen. Wir müssen nicht wissen, was ich vorhabe. Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Du fragst mich nicht, ich frag dich nicht. Geheimnis einer anhaltenden Freundschaft, Bruder. Alles ist bereit. Du kannst rein. Okay, dann müsste ich jetzt... Ach, da rein. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das machen wir nächstes Mal. Wie? Ja. Du wolltest was sagen? Genau. Ich würde sagen, wir machen es nächstes Mal. Bis dann. Das wird schon ein paar Folgen geben, denke ich mal. Bis dann, euer Schei. Wie gesagt, ich mache das so, wie ich das denke jetzt, ja? Und das bleibt auch dann, ja? Und wenn ich dann eine Folge mache mit Johnny, das bleibt nicht. Okay? Ich warte. Bis dann, euer Schei. Bis morgen, ja? Dann geht's weiter. Ja, geil. Ich freue mich schon.